Diesmal hatte ich ja 3 Tage extra Zeit noch. Aber die Mission, die ist immer so eine Sache. Fabrikmission. Ja, besser gesagt, Labormission. So. Wir haben Igel. Also besser gesagt, habe ich ihn mir gerade ausgesucht. Und Ziel: alle gegnerischen Einheiten kaputt machen oder dieses Labor hier oben besetzen. Wie gehst du die Mission an? Das weiß ich noch nicht. Es ist meistens relativ spontan. Manchmal schaffe ich es, das Labor rechtzeitig zu besetzen. Das geht aber auch nur, wenn alles gut geht. Gelegentlich schaffe ich es aber auch, also hin und wieder schaffe ich es einfach mal, dass ich ihm alle Einheiten kaputt mache. Aber es ist immer, meistens brauche ich 2-3 Anläufe, bis ich das Ganze hier richtig habe. Und wie viel? Ich krieg 15.000 am Tag. Und wenn ich einen Bomber in der nächsten Runde will, dann bräuchte ich noch mindestens 7.000. Machen wir es so. Das hat er immer wieder sehr geschickt gemacht hier. Das weiß ich nicht. War da in dem Wald nicht irgendwas? Ja, habe ich es doch gewusst. Okay. Du hast wohl jetzt gerade perfekt erklärt, wie ich die meisten meiner Commanding Conqueror Matches gewinne. Spontan. Okay. Also die Mission, bei der habe ich nie so einen konkreten Plan, wie ich da vorgehen soll. Was nervt mich da jetzt gerade mehr, die Meche oder der Speer? Hau mal den Speer weg. Komplett wegkriegen tue ich ihn ja sowieso nicht. Hätte Igel nicht seine wunderbare Schwäche auf seine Seeeinheiten, hätte das jetzt für einen One-Hit gereicht. Machen wir den lieber mal ganz weg. Okay. Oh, das ist ja sehr nett von dir, dass du den genau dahin stellst. Das hingegen finde ich jetzt weniger nett.
Den brauche ich nicht mehr. Jäger brauche ich jetzt definitiv keine mehr, weil er jetzt keine Flieger mehr hat. Ich baue mal noch ein K-Heli. Schön, das hat schon mal funktioniert. Da steht ein Neotank. Raketenwerfer, der steht ja relativ sicher, ne? Ja, der steht bombensicher. Lightning Strike. Dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Er hat noch 8 Einheiten. Vier davon sehe ich. Steht noch eine Infanterie, okay. Aber der musste jetzt überleben. Thank you.
Da unten steht ja auch noch was. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Ja, da steht auch noch ein Kampfpanzer. Geschossen. Okay. Ah, da steht auch noch eine. Oh, was hatten wir da noch alles stehen? Natürlich überlebt er wieder. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Wieso? Ich habe ja auch eine Zeitbegrenzung. Jetzt noch 2 Tage Zeit. Und der hat schon wieder eine Super. Ich hasse seine Super. Kriege seine letzten Einheiten nicht kaputt. Nicht heute. Gut, sein Speer hätte ich zwar gefunden, den. Das wäre, glaube ich, seine letzte Einheit gewesen, oder? Moment, hier steht das immer, oder? Ja, 3 Einheiten hat er noch. Sind genau die 3, die ich hier sehe. Den Lightning Strike kriege ich damit definitiv nicht mehr zusammen. Na gut, machen wir nochmal. Dass der immer gleich auf Nein steht. So. Neuer Versuch mit hoffentlich etwas mehr Glück diesmal. Dass man nicht wieder alles irgendwie mit einem HP überlebt oder so. Trotzdem hin. Oh, Moment, ich stelle ihn mal offen dahin, dann kommt er mit seinem Kopf dann vielleicht sofort hin. Immerhin, das da hat schon mal funktioniert.
muss ich ihm einfach mal alle Einheiten vernichten. Okay. Wäre vom Vorteil. Da ist ein Lightning Drive. Den brauche ich jetzt aber nicht. Jetzt überlebt er das auch noch. Heute gar keine Luck Rolls am Gewinnen oder was? Okay, dafür habe ich ein 10% auf 20 gewonnen. So. Bro, was steht denn da alles rum? Und eine Black Wave kommt. Selbstmord, Kamikaze. Da steht ja auch schon wieder was. Aber zumindest habe ich den Neo-Tank gesehen. Können wir den zumindest schon mal anschießen. Überlebt halt noch mehr Einheiten mit einem HP.